Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Test von mir, Jan, zu der neu erschienenen Baureihe 103 bzw. E03 von Veteran Railroads. So, ich zeige euch jetzt mal, was alles so neu ist, die ganzen Neuerungen und mal eben kurz, was so alles in dieser Lok verbaut ist. So, als erstes, was ich als Neuerung eigentlich ganz gut finde für einen Anfänger ist, wenn man Steuerung erstrückt, Z drückt, dann wird der automatische Aufrüstungsvorgang gestartet. Batterie an, hinten der Kompressor startet, es wird Luftdruck aufgebaut, dann werden die Leuchtmelder getestet, der Stromabnehmer wird gewählt, dann wird der Stromabnehmer eben halt gehoben und jetzt sehen wir nur noch der Hauptschalter, wenn der Stromabnehmer 2 oben ist. Und wem halt die Trafo-Umschaltung wird eingestellt. So. Alles bis auf die Sicherheitssysteme wurde gestartet. So, jetzt muss man dazu sagen, die Lok hat 3 Sicherheitssysteme. Als erstes die SIFA, also Sicherheitsfahrschaltung, dass die kontrollieren können, ob du pennst oder nicht. Zweitens, dafür musst du den Fahrtrichtungswender von vorne eben halt ein Stück nach hinten auf FST ein. Stellen, ich weiß nicht, wofür das steht, das FST. Könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, die das wissen. Kann man 8 drücken, dann wird die PZB angeschaltet. So, PZB fährt hoch. Die PZB muss man jetzt starten, wenn man einen Zug mit LZB fahren will. Weil sonst kriegt man die LZB nicht. So, wir haben den Zug aufgerüstet und lassen die Fahrgäste einsteigen. Lampen, also Spitzensignal ist auch schon angeschaltet bei der 103. Das ist ganz schön. Aber im Moment gibt es eben halt zu dieser Lok noch keine Szenarien. Ich denke mal, die werden alle noch nachgereicht. Und die Lok gibt es im Moment in 3 Versionen. Einmal den Lufthansa Express, einmal hier diese Orientroute 103 und noch die TEE, also in TEE fahren. Und mir gefällt. Also, die TEE-Farben will ich mir eigentlich auch noch holen, oder mal schauen, ob ich sie mir hole. Da man mit der auch ein paar Szenarien machen kann, die zur heutigen Zeit stattfinden, weil es die Orientroute, glaube ich, nicht mehr gibt. Also, geben tun die, gibt es die ja noch, die 103er, aber ich meine in dieser Farbgebung nicht. Was ich so ein bisschen schade finde, also, gefällt mir auch so ein bisschen, diese Orientroute hier im Klar TEE ist auch nicht schlecht. Aber Lufthansa Express will ich mir nicht holen, da es eigentlich für diese Lok eigentlich im echten Leben nur eine Strecke gab, wo die verkehrt ist. Und deswegen, aus meiner Sicht lohnt sich der Lufthansa Express nicht. Als Repaint hätte ich die vielleicht genommen, aber nicht als jetzt zum Kauf. Da interessiere ich mich eher für die anderen. Ja, die Intercity-Wagen sind auch andere als die Originalen vom Spiel. Sind eben halt, ja. Warte mal kurz, ich wechsle, kann ja mal eben die Ansicht wechseln. Sind eben halt IC, also IC und Interregio-Wagen, ja. Mit verschiedenen Ansichten, was mir gefällt. Hier der Speisewagen. Hier erste Klasse, glaube ich. Kann das sein? Also erste Klasse. Erste Klasse. Ne, zweite Klasse könnte das sein. Okay. Ja, das sind sonst jetzt die Ansichten im den Wagen. Und ich würde sagen, genug gequatscht. Fahren wir ab. So. Dafür mache ich erstmal die Türen zu. Man hört hier piepen, draußen piepen. Und die Türen gehen zu. So. Ich mache jetzt mal als ersten Test. Ich lasse den Hauptschalter fliegen. Das heißt,
Ich schalte so weit auf, bis der Hauptschalter fliegt, um zu sehen, ob das wirklich so ist, wie es angegeben ist. Also, schalten wir mal hoch. Hauptschalter ist geflogen. Das ist das, was ich gerade wollte. Die Lüfter bei der Lok gehen automatisch an. Also da muss man nichts machen für. Die schalten sich automatisch an, wenn eben halt die Fahrmotoren laut, also wenn die Fahrmotoren warm laufen. So. Ja, also Hauptschalter fliegt. Das ist eigentlich normal für eine Expert-Line. So, jetzt muss ich den Hauptschalter wieder rein. So, ist wieder drin. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auch einmal die 200. Also, bis die LZB kommt und man 200 fahren kann. Und dann würde ich sagen, reicht es für das Video. Weil es soll ja nur ein kurzer Test sein. Mir gefällt sie sehr gut, die Lok. Ich denke mal, ich würde jetzt auch ein paar Szenarien dazu bauen. Mir was einfallen lassen. Und diese Lok eben halt. Ja. Es gibt eben halt im Moment, wie schon gesagt, keine Szenarien. Ich denke mal, die werden nachgeliefert. Im Moment kann man die eben halt nur freie Fahrt fahren. Also freie Fahrt, beziehungsweise eben halt das, was ich mache. So, schalten wir ein bisschen auf. So, ich habe mich mal aus der PZB befreit, aus der Überwachung. Es geht eh gleich in die LZB in der nächsten Kurve. Und wir fahren ja. Ich will ja jetzt einmalig die 200 erreichen, wenn das auf diesen Streckenabschnitt geht. Das ist auf der Strecke Hamburg-Hannover. Ja, und der hat. Also lassen wir den mal anrollen, die Maschine. Ich finde das schön mit dieser sozusagen Gangschaltung. Mit diesem Schaltrad. Finde ich schön gemacht. Und er hat, die Maschine hat pneumatische Scheibenwischer. Das ist auch schön. Da sind die 200. Die wollen wir ja erreichen. Ja, man hört, die Lok wird jetzt lauter. Lüfter sind an. Lüfter sind an. Also man hört jetzt richtig, dass die Maschine am Fahren, also richtig am Arbeiten ist. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es mit der Stimme von mir ist. Weil ich weiß nicht, wie laut dieses Expertline-Gedünse ist. Jetzt. Muss noch gleich in die LZB kommen. Ja, da habt ihr gehört, LZB. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das so richtig mit der LZB funktioniert. Die überwacht eigentlich nur die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt auf 150, über 150 kommen, meldet es uns. Ich glaube nicht, dass es bei dieser Lok möglich ist, dass die richtig überwacht. Also die Schaltvorgänge und alles. Das glaube ich jetzt nicht. Also, so, jetzt schalte ich ordentlich, gebe ich ordentlich mal Stoff hier. So. Siehst du mal, wir wollen ja jetzt auf die 200. Jetzt hat sich auch der Trafo automatisch umgeschaltet, da muss ich nichts drücken für. Habe ich schon in der Bedienungsanleitung gelesen und ich will mich jetzt auch mit der Bedienungsanleitung so fit machen, dass ich auch hier das lesen kann. Ja. Hier ist das Führerstandslicht. Eben halt für Nachtfahrten. Ich sag mal, tagsüber brauchst du es eigentlich nicht. Oh, da geht ganz schön hoch grad. Führerstandslicht hat jede Lok verbaut. Was hat sie denn noch verbaut? Jetzt weiß ich auch, was das FST heißt. Führerstand ein. Ja. So, den Hauptschalter lasse ich jetzt nicht nochmal fliegen.
Ich will jetzt nur einmal die 200 erreichen, um euch zu zeigen, die Lok schafft 200, oder knapp 200, wie im realen Vorbild. Ja, 200 ist erreicht, wir schalten ab. Ich werde jetzt mit euch noch eine kleine Bremse machen, also von 200 runterbremsen, mal schauen, wie lange wir brauchen. So, er muss jetzt mal abschalten. Wir haben auch hinten schön das Klackern von der Schaltung. So, da sind wir. Wir bremsen mal mit 4,5 Bar, also das ist ungefähr 1,5 Bar auf der Leitung, also auf der Leitung liegen. Und bremsen mal. So. Ja, und zum realen Vorbild. Das reale Vorbild hat so eigentlich jede lokbespannte Zuggattung, also im Fernverkehr gefahren. Zumindest Hochgeschwindigkeit, also kein D-Zug, ich glaube keinen F-Zug haben sie nicht gezogen. Die haben den TEE gezogen, also die Trans-Europe Express. Dann haben sie die Intercity von Anfang an gezogen, also die EC-Züge. Dann haben sie den Interregio, dann haben sie ja wieder die Interregio und zum Schluss sehen eben halt auch noch die Intercity-Züge. Und es gibt eben halt eine 103, ich hoffe, die wird noch gemacht, von Usern, die im Verkehrsrutsch ist. Also so wie die modernen Loks eben halt aussehen von der Bahn. Mit diesem weißen Streifen. Ich hoffe, dass einer die auch noch macht, die 103. Aber beim Zylinder fährt runter. Und von alleine. Aber was... Ja, sicher. Also... Gibt es keinen Intervall? Wahrscheinlich. So, wir haben jetzt... So... Ja, aber die liefern nochmal... Und das, ich würde jetzt sagen, das war es jetzt mit meinem kleinen Test zur BR-103 bzw. E-03. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns, denke ich mal, dann wieder, wenn ich, also ich werde morgen, ich weiß nicht, wann es rauskommt, ich weiß nicht, wann es geplant ist, morgen werde ich auf jeden Fall den E-Triebwagen 420 testen. Also bis dahin, macht's gut.